Wir sind heute bei 21 Energy auf der BTC Prag und vor mir haben wir sozusagen das Brain. Danke schön. Stell dich mal kurz vor. Ich bin der Max von 21 Energy. Genau, wir haben erst letztes Jahr im Oktober gegründet und heuer haben wir jetzt schon den ersten Messestand und sind sehr stolz, jetzt da schon die ersten Heizgeräte mit basierend auf Bitcoin-Minern vorstellen zu können. Ja. Man kennt euch ja, glaube ich, auch von Plochingen. Da habt ihr dieses Gerät, glaube ich, stehen gehabt, ja? Ganz genau. Wir waren beim Marc schon zweimal im Bitcoin-Hotel. Einmal im Herbst haben wir noch unseren Holzprototypen dabei gehabt. Und beim letzten, im Frühjahr, war jetzt schon unser neuer im verzinkten Blech. Ja, ganz genau. Ja. Sehr gut. Magst du uns kurz mal erklären, was da drin ist an Technik? Lieben gern. Also, das ist unser Heater, der schaut sowohl gleich aus, als wenn man S9 oder auch die S19 drin hat. Der S9 ist die Mining-Hardware von Bitmain Antminer S9. Das ist die Technologie aus 2017. Und das ist da oben, da sieht man, das ist ein S19, Antminer S19. Der ist da innen drin verbaut und das ist die neueste und effizienteste Mining-Hardware. Und wir haben die eben so umgebaut, durch die doppelte Anzahl der Lüfter und bessere Lüfter, dass man auch im Wohnzimmer damit heizen kann und das praktisch geräuschlos ist, flüsterleise. Genau. Wo wird das jetzt hergestellt? Wir produzieren alles in Tirol. Also wir kaufen die Miner natürlich auf dem Weltmarkt zu. Der Rest wird alles in Kemmerton in Tirol gebogen, produziert, montiert. Alles in Tirol. Sehr gut. Und das ist dann sozusagen senkrecht hier drin, saugt unten die Luft an, ja? Ganz genau. Wir haben da unten drinnen einen Luftfilter, da wird die kalte Luft angezogen, da steht der S19 vertikal drin, drückt die Luft nach oben und da oben haben wir noch eine fein warme Strahlungswärme und die warme Luft strömt da heraus und verteilt sich dann schön im Raum. Du hast gesagt Strahlungswärme, das heißt, ist da auch eine gewisse Masse drin, die dann Wärme auch speichern kann in dem Fall? Die Metallhülle und der Deckel, die haben ein ordentliches Eigengewicht. Da wird einiges an Energie gespeichert, aber jetzt nicht die ganz große Menge. Es ist kein Speicherofen, aber das Metall wird schön warm und strahlt. Also es ist nicht 100% Konvektionswärme, auch ein wenig Strahlungswärme, aber ein Großteil ist natürlich die warme Luft, was austritt. Ja, genau. Okay. Das heißt, das ist absolut wohnzimmertauglich. Das ist absolut wohnzimmertauglich, ganz genau. Flüsterleise, unter 40 Dezibel. Bei 1,5 kW, man kann sie auch zum Beispiel, wenn es Bullenmarkt sein sollte oder man sie möchte sie auch im Sommer auf Hochgas betreiben, weil es das gerade richtig rentiert, kann man sie auch extrem raufdrehen auf 3 kW und dann ist sie ein wenig lauter, aber immer noch extrem leise durch die große Anzahl an Lüfter und durch die große Menge an Lüfter, ganz genau. Wie sieht das mit der Steuerung aus in dem Fall? Steuerung aktuell, beim ersten Mal aufsetzen muss man einmal den WLAN-Repeater konfigurieren. Beim ersten Mal dauert es ungefähr 5 bis 10 Minuten und dann ist es nur noch Plug and Play. Jedes weitere Mal anstecken, funktioniert sofort. Steuerung ganz einfach, man speichert sich einmal die Bookmark, geht man ins Backend und es ist innerhalb von Sekunden die Leistung geändert. Ist das quasi OS Plus dann? Ganz genau. Wir haben das Brains Operation System Plus mit Autotuning auf allen unseren Geräten installiert und holen somit nochmal bis zu 20% mehr Effizienz raus, mehr Bitcoin-Erträge bei gleichem Stromverbrauch, ganz genau. Super. Für Leute, die jetzt nicht wissen, wie viel Terahash der jetzt hat, was hat er? Genau, also die S19 gibt es in unterschiedlichen Konfigurationen. Das ist jetzt zum Beispiel ein S19 mit 100 Terahash und gibt es aber auch zum Beispiel die S19 XP mit 141 Terahash. Auch da haben wir die originalen Lüfter einfach verdoppelt und da läuft auch und man hört jetzt da gar nichts. Einfach durch das, dass der läuft jetzt ungefähr auf 2 kW, hat ein bisschen über 70 Terahash aktuell, kann man aber auch problemlos jetzt auf die volle Power von 100 oder 120 Terahash gehen, überhaupt kein Problem, ist immer noch um ein vielfaches leiser als wie der Original S19. Der Original S19 schaut so aus. Genau. Und da hat hier unten noch was stehen, ne? Genau. Das ist eher für die Industrie. Das ist eine sehr günstige, wir nennen es Industrial Heater Heizung. Da sind 3 Antminer S9 herinnen und der perfekte Use Case wäre zum Beispiel alle Baucontainer. Baucontainer heizen sowieso mit Strom. Die kann man in größeren Stückzahlen extrem günstig produzieren
und die kann sich innerhalb von wenigen Monaten, 7 bis 10 Monate, komplett amortisieren und danach ist 100% plus und man hat immer noch die Bitcoin-Heizung. Also damit wollen wir jetzt in den kommenden Monaten ganz stark im B2B-Markt an die Baukonzerne, Baufirmen rantreten und einen neuen Baucontainer-Standard einführen, ganz genau. Aber da muss man schon aufpassen, wenn man das verkabelt, denke ich, oder? 3S9 haben dann 3x 1,6 kW. Nein, wir haben die auch runtergedaktet. Also die sind jetzt ungefähr bei 55 Dezibel, immer noch extrem leise. Also nicht perfekt fürs Wohnzimmer, aber in einem Baucontainer. 500 Watt, was hat er dann? Genau, wir haben sie jetzt auf 2 kW in Summe eingestellt. Das sind 667 Watt pro Miner. Und das, all unsere Heizungen aktuell sind mit dem ganz normalen Stromstecker. Ein Stromstecker sollte in jedem Einfamilienhaus problemlos oder auch in jedem Baucontainer problemlos funktionieren. 16 Ampere Sicherung, überhaupt kein Problem. Zukünftig spielen wir auch mit dem Gedanken, Starkstromheizungen für die Industrie anzubieten. Aktuell alles Plug and Play, ein Stromstecker, good to go. Und wie sieht das jetzt aus? Ihr habt den gedrosselt, wenn jetzt der Anwender hergeht und schraubt die Leistung nach oben? Genau, also der Anwender darf die Leistung von 1 kW bis 2,5 kW einstellen, wie er sie möchte. Über 2,5 kW hat die Heizung keine Zulassung mehr und der User darf sie nicht auf über 2,5 kW stellen. Das steht überall groß drauf. Sollte er sie trotzdem auf über 2,5 kW stellen, schaffen das die Lüfter leicht. Ist Bottleneck ist die Stromzufuhr, das Stromkabel. Und da wird ihm die Sicherung fliegen, da wird der Thermoschutzschalter von der Sicherung fliegen und dann geht die Heizung aus, ganz okay, genau. Okay, also haben wir quasi die Absicherung, dass nichts passiert über die Haussteckdose, über die Sicherung letztlich. Ganz genau, da haben wir die einmal und auch die Miner, die haben alle Temperatursensoren und die Lüfter sind drehzahlgesteuert, die können nicht überhitzen. Das einzige Thema ist, dieses Kabel kann 3680 Watt abführen. Das also bedeutet, das könnte die Maximalleistung von den 3S9 abfangen, aber genau. Die Sicherung nicht. Ganz genau, die Sicherung. Die Sicherung, ganz genau. Man kann auch die 3S9 theoretisch übertakten, jeweils auf 1,5 kW. Denn die 4,5 kW kann dieses Kabel auch nicht. Aber man darf dieses Gerät nicht über die 2,5 kW schalten. Also das ist die Zulassung, unsere CE-Zertifizierung. Und das soll es dann auch betrieben. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil das sind ja Geräte, die je nach Markt, Bären- oder Bullenmarkt und Difficulty letztlich ja doch schon recht günstig zu haben sind. Ne? Ganz genau. Das machen wir uns eben zunutze eben für so Use Cases wie selbst die alten Miner kriegen so einen Second- und Third-Life-Cycle, werden wieder aufbereitet, werden für solche Use Cases verwendet, wo der Strom sowieso zum Heizen verwendet wird, zum Beispiel eben in die ganzen Container, Baucontainer. Und es macht einfach keinen Sinn, dass da nicht auch Bitcoin gemeint wird. Gleich ein Stromverbrauch, zusätzlicher Bitcoin-Cashflow, Amortization Period innerhalb von ein paar Monaten und danach ist man alles im Profit und hat immer noch die Bitcoin-Heizung, ja. Also. Hey, das ist eine wunderbare Sache, ja. Also wer zum Beispiel ein Ferienhaus hat, keine Zentralheizung, und sowieso mit Stromradiatoren, diese von Stiebel Eltron oder was es da so gibt, ja, kann man sich genauso auch sowas hinhängen, ne? Oder stellen in dem Fall. Wir haben auch Kunden, die verwenden Elektroheizungen als Frostwächer für ihr Ferienhaus in Schweden. Und da haben jetzt auch schon einige, die noch jetzt umgestellt haben von einem klassischen Elektroradiator einfach auf einen Miner und dann auch noch zumindest Cashback haben. Genau. Ja. Und wer weiß, wenn der Preis entsprechend steigt, haben sie sogar umsonst geheizt letztlich dann. Ne? Ganz genau, also das darf man auch nicht unterschätzen. Aktuell da in Schweden reden wir ungefähr von einem Strompreis von 5 Cent die Kilowattstunde. Das können wir uns im deutschsprachigen Raum oft einmal schwer vorstellen. Aber da kann man selbst mit einem S9 noch recht profitabel meinen. Ja, also aktuell holt ein S9 4 bis 5 Cent die Kilowattstunde raus. Das ist auch schon fast der Strompreis in Schweden. Also wenn man dann auch nur die Abwärme nutzt, ist man selbst mit dem S9 profitabel, definitiv. Genau, weil dann sind die Satoshis ja letztlich nur der, in Anführungszeichen, Abfall, genau. Wenn man eh heizen will. Ja. Also das ist ja euer Motto, ihr heizt und quasi als Nebenprodukt habt ihr die Satoshis. Ganz genau, ich sage so ein bisschen, wir sind doppelt so effizient wie Mining-Farmen, weil wir die Abwärme auch nur nutzen. Genau, es macht. Gibt es da irgendwelche Pläne eurerseits irgendwann auf Hydro oder sowas? Also, dass man, sag ich mal, in einen Wärmespeicher, in einen Pufferspeicher einspeisen kann und das vielleicht auch irgendwie durch verschiedene Sensoren auch dann entsprechend gesteuert wird? Aktuell ist so, wir haben, also uns gibt es jetzt seit 7, 8 Monaten
wir konzentrieren uns jetzt mal die ersten ein, zwei Jahre auf die low-hanging fruits. Bleiben wir mal sagen, bei der Luftkühlung. Das große Thema ist, dass man da einfach viel, viel niedrigere Setup-Kosten hat und wir so glauben, dass man viel eher den End-Consumer-Markt zum Bitcoin-Heizen bewegen, als wenn man da schon mal 10.000, 15.000 Euro Setup-Kosten hat für ein Immersion-Cooling-System. Und wenn man da mit unserer S19-Heater, da ist man mit 4.500 bis 5.000 Euro für den nagelneuesten Mining-Generation deutlich günstiger dabei, als wie das mit Immersion Coolings jemals möglich wäre. Genau. Und da ist die Installation ja auch, genau. Die Installation bei Immersion ist ja deutlich aufwendiger, dass alles dicht ist. Und ganz genau. Immersion Cooling macht definitiv Sinn, gerade in Fällen wie Nutzung für Industrieprozesse. Da braucht man es nachher in einem Medium wie Wasser zum Beispiel. Aber wir glauben, dass alles andere, dass die low-hanging fruit sind und sich schneller und eher rentiert und auch leichter zum Umrüsten ist und auch wieder abrüsten, wenn man sich dagegen entscheiden sollte oder was auch immer. Für mich ist die größte Sache ist halt der Sound. Ne? Und mit vier Lüftern anstatt zwei, und hier, das sind ja Noctua-Lüfter, genau, also die sich jemals mit PC-Bau beschäftigt haben, das sind 140er. Das sind die 140er, genau. Das sind Riesenteile, die laufen schön langsam und dementsprechend auch sehr ruhig. Ganz genau. Und also hier hört man sie gar nicht. Hier hört man sie gar nicht. Wir haben jetzt auch gut Umgebungslärm, ja. Aber auch wenn man mit dem Ohr dahin geht. Ja, wir können ja mal, man hört jetzt den Wind wahrscheinlich. Da hört man wahrscheinlich mehr den Wind aber auch, die Miner hört man kaum bis gar nicht. Und wenn sie dann in unserer Box drin sind, also da kann man wirklich, da hört man gar nichts. Das kann man wirklich im Wohnzimmer neben der Couch haben, kann Fernsehen schauen und man hört den Heater. Im Hintergrund sehen wir da so immer wieder ein bisschen was auf dem Fernseher. Ganz genau. Jetzt haben wir gerade die Folie, aber wir können da nochmal schnell zurückschalten. Ja, da stehen sie alle, alles S9, ne? Sind die zum Mitnehmen hier oder nur Deko? Hier gibt es zum Verkaufen 500.000 Satz. 500.000 Satz, okay. 25 Euro an S9 Miner mit Kaltgerätestecker und einem schönen BTC22 Stoffsack halt und noch einen Brains Mining Pool. Ja, super. Und der, was mit dem hier? Den gebt ihr auch her? Der ist genau. Ja schon ein bisschen modifiziert. Der ist modifiziert. Genau, da haben wir auch wieder die Noctua Fans mit Adapter auf 140 mm umgebaut. Und wichtig, auch hier Noctua, auch das letzte Teil, ganz genau. Das ist nämlich immer der lauteste Part, also meiner Meinung nach, wenn man bei 500 oder 700 Watt läuft. Ja. Ganz genau, dann ist der Netzteil-Lüfter deutlich lauter als wie der Lüfter vom Miner selber. Und ich finde, ehrlich gesagt, von 120 auf 140 ist gar nicht mehr so der große Unterschied. Habt ihr das mit Dezibelmesser mal gemessen? Meiner Meinung nach nicht ganz. Der 140 mm drückt die doppelte Menge an Luft durch bei der gleichen Drehzahl durch wie der 120 mm. Der 120 mm funktioniert schon auch, allerdings kann man dann nicht höher als wie 500, 600 Watt. Da hat man auch einfach ganz, ganz wenig Headroom. Mit diesen 140 mm kann man dann auch mit 1,3 kW betreiben. Und das geht dann mit den 120 mm auf keinen Fall mehr. Nee, was wir so gehört haben, so ja. Bis 1000 mit 120. Ja. Und also wirklich, ja. Aber mit beobachten. Ganz genau, mit beobachten. Also mit die 140 genau. Hat man einfach nur genügend Headroom, dass wenn die dem Chips warm werden, dass die Drehzahl dann auch Luft nach oben ist und man nicht riskiert. Das heißt, da geht es dann irgendwann gar nicht mehr um die Lautstärke, sondern um den Durchsatz der Luft, logischerweise die Kühlung dann. Ganz genau, der 120 mm ist einfach zu schwach, um Abwärme gut abzuführen, wenn man sie auch ein bisschen höher betreiben möchte, ja. Okay, dann gucken wir hier gerade noch mal kurz drauf, da war eben gerade wieder diese CNC-Maschine. Ja, die haben wir gleich. Da war sie, ja. Also das ist alles in Tirol, was wir jetzt hier sehen, ja? Das ist alles in Tirol, genau, das sind jetzt zum Beispiel die Luftfilter. Da haben wir einen Laser, der uns gerade weitere Luftfilter, da kommt das Vlies vom Luftfilter drauf. Also das ist der Querschnitt von unserem Heater. Das heißt, der Filter ist dann aber auch von Zeit zu Zeit mal zu wechseln wahrscheinlich, ne? Man kann ihn auch einfach absaugen, den muss man gar nicht, den kann man einfach absaugen. Da sind die Deckel, da sieht man eben, wie die Deckel geschweißt werden oben drauf vom Heater.
Ja. Und da haben wir schon gute Stückzahlen produziert. Und jetzt ist ein paar Sekunden so früh ausgegangen, dann hat man noch einen Roboter gesehen, der die Füße vollautomatisch biegt, aber da ist jetzt gerade drüber gesprungen. Sehr schön. Ich danke euch auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr mir gezeigt habt, was ihr so macht. Dir auch, Dankeschön. Ja. Und wir haben noch viel vor, wir haben gerade schon angefangen. Genau. Und kalt ist euch auf jeden Fall nett, ne? Na, ist ziemlich heiß hier. Macht's gut. Tschüss.